ein Gruß dem Ensemble von Steyr. Majestätisch rauschen die Gänge. Prost, Meier! Entspannung nach Vorstellungsende. Niemand träume vom großen Success. Dem Zuschauer tun zwar die Hände. Vom Klatschen sicher nicht leben. Der eine Besucher darf greifen, der andere zu sehr schwimmen. Das Publikum will nicht begreifen, wir sind viel zu innovativ. Man möchte sich am liebsten ersäufen, doch die Enz, ach die Enz ist nicht tief. Das Publikum will nicht begreifen, wir sind viel zu innovativ. Mein musischer Funke ist noch nicht erloschen. Ich habe im Kopf noch große Zibeben. Unsere Kulturen sind heute nur galoschen, doch wir streben, wir streben, wir streben. Komödianten, Abonnenten, Dilettanten, Intalenten, Intendanten, Inspizienten, Intriganten, Rezensenten. Voller Feuer im Ensemble von Steyr, auch wenn ich es nur meinem Onkel zum Trutz mach. Heute Steyr, morgen Braunau, übermorgen Utzbach. Heute Steyr, morgen Braunau. Aber auch in Steyr braucht man für wahrhaft lebendiges Theater eine Klage. Die Frittatensuppe! Und man braucht eine Klick! Ohne Klick hat man keinen Klick in der Kulturpolitik. Ohne Klage kommt's Premier im Park nie auf den Schmack. Hat man einen Klick, kriegt man ein Geld. Hat man ein Geld, kriegt man einen Klack. Hat man ein Klack, lobt die Kritik, kommt's Nobelpack, kommt's Nobelpack, kriegt man ein Klick, mit Klack und Klick hat man Kritik, mit einem Schlag, ein Stick im Sack, und Peter war ein Müllerschack, im Nobelpack, ich jack, mit Klack, ganz ohne Klick, ganz ohne Klack, hat man kein Glück von Steyr bis Prag, dann hat's ein Blick auf ihren Strick und bricht das Nackerstick, das Premier, Tag und Lackbrack, da hat's ein Blick für Geschmack und Schick, Kulturschnick, Schnack und Bildungsstick, das ist der Trick für Sie. Hat man kein Klick, hat man kein Klack, fliegt die Intrig, gleich flieg ich hack, dann rührt die Kack, Karriereknick und Missgeschick, klick, jack. Klick, jack, klick, jack. Klick, jack. Mit einem Wort, das Theater eine moralische Anstalt. Und als letzte Bastion der Sprechkultur. Sprechkultur? Heute wird in den Komödien geplagt. Die Leute können ja überhaupt nicht mehr sprechen. Selbst an unseren Staatstheatern kann kein Mensch mehr sprechen. Ausgerechnet du, Müller. Apollo war King und Meister. Ja, aufs Kopf muss man auch nicht. Der Knappdreher. Der Subdirektor. Was heißt denn auf dem Bauch vor dem Schleicher? Die Hände legt er hin drin, Schlechter. Hast du gewusst, mein lieber Witzel? Der Herr vom Knapp, der macht den Spitzel. Hat er direkt, ich muss ihn hassen, er will mich hören, ich halte den Blasen. Aber mein Hirn sitzt schon als Bruthing. Auf den Basilisken-Ei der Rachel. Oh Schande,
über diese infernalische Troika aus Intendanten, aus Abonnenten und aus Rezensenten. Oh, diese widerlichen, vom Kunstrichterstuhl herab die Leute vernichten wollen. Desto größer ihre Geistesanstrengung, desto verständnisloser die Kritik. Lebenslänglich treten wir auf. Kein Mensch versteht uns. Verstehen auch noch, das wäre zu viel verlangt. Genügend schon, wenn sie bloß kommen und zahlen. Nein. Wenn's gar kein Publikum gäbe, dann wäre das Theater ein Genuss. Aber Petzl, unsere enormen Kunstanstrengungen, das sind nur hier in Steyr Stiefkinder des Publikums. Nein, der Residenz, da ist es jetzt ganz was anderes. Ne? Da gibt es ungemein sublime Radikalität, ungemein vielschichtige Doppelbödigkeit, ungemein sensible Poesie, ungemein mutige Bildfindungen, ungemein genaue, exakte Fantasie. Also ungemein lebendiges Theater eben. Jetzt ist los! Herrschaften! Herr der Klaner! Sind Sie es? Herr Ranschleicher, ein Kunstfeind, ein Theaterhasser! Dieser Ort ist eine Strafe Gottes! Ich gehe! Ruhe! Schluss ist! Mitternacht ist vorbei! Geht schlafen! Ach was! Ich stürze mich jetzt ins Nachtleben von Steyr! Au revoir! Et toi, mon cher ami Arthur, santé! Non, je suis fatigué. Yo, mir ist er fatigué. Emma, tout amour, tout goldene Zwiebel, ach, dich seh ich äußerst gern. Emma, komm, auch du bist gar nicht müde.
Schauspieler Kindl. Sie. Guten Morgen. Ja, das wird halt wieder ein wunderschöner Tag. Ja, leider, Herr Schloder, bei dem Hochdruck herrscht in der Abendkasse Tiefdruck. Ja, aber Sie haben ja einen ganzen Tag gesperrte Sitz und Logen. Und am Zettel steht aber ausverkauft. Ausverkauft steht immer, aber wirklich ausverkauft ist es nur auf morgen zu der großen Wohltätigkeitsvorstellung. Der Tyrann von Baskerville. Ah. Wo die Dilettanten spülen. Je dilettanter, desto ausverkaufter. Aha. Oh. Schauspieler Xindl. Für heut im großen Haus ist noch alles zu haben. Herausreißen muss uns halt wieder die Sommersaison in den Bädern. Ja, aber auf Winter kommen schon wieder zu uns. Sitz! Wir können heute ohne Theater nicht sein. So klein unsere Stadt auch ist, so haben wir doch einen unsinnigen Kunstsinn. Nur Sie werden schon noch sehen, was Sie die letzten 8 Tage noch einnehmen werden, lieber Herr Knapp. Morgen in der Dilettantenwohltätigkeit wird's überfüllt. Und ein Provinzpublikum braucht Zeit, wenn das Theater einmal voll war. Unter 14 Tagen erholen sie sich nicht von der intellektuellen Strapaz. Ah. Aber meine Geschäftsstunde hat geschlagen. Ich muss die Kasse aufsperren. La. La pur la. Oberla. Hoppala. Prostlos, absolute Kulturlosigkeit, prostlos, Steier verknirps gegen Idealismus. Aber ich bitte Sie, lieber Herr Knapp. Da kommt ja ein Fremder. Merkwürdig, was Steier für einen Aufschwung nimmt. Da kommt ja noch einer. Herr Wildner. Humanist und Souffleur, Übersetzer vom Tyrann von Baskerville. Das ist jetzt doch in aller Ruhe über all dem. Einen guten Scharren Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Auf das, was Sie mir gesagt haben, steigen wir ohne dem die Hitzen in den Kopf. Denn Herr Schlader, sein Kaffee hat noch niemandem Hitzen gemacht. Zwei Melange, Melange. Sehr wohl. Meinen Kaffee kann ein neugeborenes Kind trinken. Spielen! Komödie spielen! Lass uns mal das Mädel, meine Mündel, mein heiratsmäßiges Kind, Herr Souffleur Wildner! Das ist doch kein Unglück, Unglück! Aber ein Malheur ist es! Ja, und ich bin schon Malheur geboren! Sagten Sie nicht eben, Sie seien Witwer geworden? Da ist das kein Malheur, wenn man 20 Jahre zu spät Witwer wird? Mein schönstes Mannesalter hat sie mir verxankt und beschert! Die Zukunft steht jetzt im günstigsten Fall als ein Fred vor mir! Nehmen Sie es! Geduldig, geduldig hin. Und denken Sie, dass Ihre Ehe vom Finger der Nemesis überschattet war. Finger? Das war schon die ganze Hand. Wo bleibt denn der Schlader? Herr Schlader! Als Sie vor 20 Jahren erfuhren, dass Ihr Freund Busch Witwer geworden sei, eilten Sie zu ihm und fanden den, den Sie trösten wollten, in neuen Liebesbanden, Liebesbanden. Man soll so eine Verstorbene nicht so geschwind vergessen. Ich merke mal die meinige Zeit lebens. Mein Freund Busch aber hat gesagt, sein 2-jähriges Töchterl braucht so notwendig wieder eine frische Mutter. Aber leider, diese Nemesis. Die projektierte Töchterlmutter war schön, ja. Ich war schwach, sie stark verliebt in mich. Ich habe durch diesen Gusto geschmeichelt, sie erhört. So war der Verrat an der Freundschaft begangen. Wenn jeder Verräter so gebüßt hätte, der Verrat, aber was? Der wäre längst aus der Mode. Die Geliebte ihres Freundes wurde ihre Frau Gattin. Es war die Strafe Gottes. Mein Freund hat damals großmütig entsagt. Er weinte, sie frohlockte, aber später habe ich geweint. Und er soll vor Freuden aus der Haut gefahren sein, wie er gehört hat, wie mein Ehestand mit der Amalie ausgefallen ist. Wie gesagt, Nemesis. Was? 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 Nur Nemesis, wie es kommt. Aber was? Ich habe den Verrat längst wieder gut gemacht. Wie mein Freund Busch nach 5 Jahren als glücklicher Witwer gestorben ist, da habe ich mich um sein Töchterl immer angenommen.
Meine bärbeißige Ehehälfte hat nie etwas davon erfahren. Und jetzt endlich selbst Wildtiber geworden. Reiß ich mal höher, Bruder, den unendlichen Weg von Regensburg nach Steyr. Und werden sich überzeugen, ja, dass ihr Mümpel und Fräulein Anastasia Mispels Vorsorge recht wohl erzogen und unter meiner Oberleitung intellektuell gebildet worden ist. Ja, so gebildet, dass sie Komödie spielt. Als Dilettantin, was schadet das? Sie spielt umsonst und vergeblich. Heiraten muss sie, dann wird ihr der Dilettantismus vergehen. Haben Sie schon eine Wahl getroffen? Ja, freilich. Meine Ehe war mit einer hartnäckigen Kinderlosigkeit gesegnet. Folglich wird mein Neffe Universalerbe und muss die Emma heiraten. So, und jetzt führen Sie mich bitte zum Haus von Fräulein Anastasia Mispel. So, da ist der Kaffee. So geschwind. Ja, ja. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen nicht gestern Abend gesagt habe, dass ich heute in der Früh einen Kaffee haben möchte. Das ist mein Geld, ich habe keine Zeit. Aber soll ich den Kaffee vielleicht auf Vorrat machen? Ja, ich bin Geschäftsmann. Wer steht mir denn dafür, dass alle Tage einer kommt und eine Melange verzehrt? Arsch. Unerträgliche Hektik. Herr Schlauch? Ja, was er juckt, aber. Herr Schlauch? Wer ein Künstler will werden, soll das Theater erwählen. Denn nur dort tut's auch jetzt an Künstlern noch fehlen. Während dem's grad konträr im gewöhnlichen Leben viel zu viel, wo man hinschaut, an Künstlern tut geben. Sieh, was die Leute alles darstellen. Man staunt, was alles geht. Wenn das keine Kunst ist, na dann was ist nicht. Wenn das keine Kunst ist, na dann was ist nicht. Wer ein Schreiber will werden, der lernt Zeitung schreiben, denn er lernt dort die Meinung laut Leitung betreiben. Wie der Chef sagt, sagen's die Leser, wie die Leser der Chef, denn die kennen sich gegenseitig aus dem FF. Das Händel und's Ei, was hat Priorität? Wenn das keine Kunst ist, na dann was ist nicht. Wenn das keine Kunst ist, na dann was ist nicht. 68 hat im Herz, ihnen brennt ein Besuch. 89 sind's immer noch jung, vom Beruf. Lange Märsche führen häufig zum Pakt von Anmarsch. Progressiv ist daran nur die Höhe der Gage. Mitbestimmen bedeutet, du tust das, was ich denke. Nur, ob das Ganze dann Kunst wird, na das weiß ich nicht. Ob das Ganze dann Kunst wird, na das weiß ich nicht. Wer bin ich? Was soll ich hier? Unter Tigern oder Affen? Welchen Plan hast du mit mir? Warum? Was ist geschaffen? Na. Dieser Ausbruch schmeckt nach resignierender Verzweiflung. Freilich nur nach Kotzebuscher. Und heißt auch bei mir weiter nichts als, soll ich noch länger meine Kunst ausüben? Hier, in der Provinzstadt 19. Ranges? Hier, wo die engste und beengendste Kleinstädterei den Genialitätsflug hemmt? Hier, wo man alles nur aus Rücksicht tut, um die Leute vor den Kopf zu stoßen? Hier, wo die Kuglischen nicht zu den Blümlischen gehen, weil dort die Spulischen hinkommen und die Spulischen gut frei für die Schäfelbergerischen sind, welche zu den Kelchmüllerischen halten, die Schuld und der Spannung sind, die zwischen den Schopfischen und den Strudelhuberischen herrschen. Ein Tausendkünstler hat einmal annonciert, dass er am Schluss der Produktion in eine Champagnerbouteille hineinkriechen wird. Bitte glaubwürdige Augenzeugen versichern, dass er nicht hineingekrochen, sondern unmittelbar vor dem Kunststück abgepascht ist. Wenn aber hineingekrochen wäre in diese Bouteille, da hätte er da drin ungefähr das Gefühl gehabt, was ich hier in Steyr habe. Aber was soll's, der strebsame Mensch muss nichts fürchten, wenig glauben und alles hoffen. Nach väterlicher, später onklischer Bestimmung hätte ich mich ja den Wissenschaften widmen sollen. Aha. Mich haben's bilden wollen. Ist lächerlich. Natürlich hätte ich so einen Eingriff in meine Rechte auf Naturzustand gar nicht geduldet.
Es ist dir nicht gelungen, meinen Bilderern. Ich habe die Wissenschaften zurückgewiesen. Und ihre verschmähten Geistestöchter, die stehen jetzt blamiert da vor mir, denn ich bin ein Beweis, wie viel der Mensch oft weiß, ohne dass er von Wissenschaften was weiß. Und haben die Gelehrtesten schon was Unvergängliches gemacht? Wenn ihre schweinsledernen Geistesmumien, Bücher genannt, ein paar Säkulum den Bibliothekstaub getrotzt haben, da geht der Geist auch den Weg des Fleisches. Eine elende Schabenfamilie frisst in ein paar Monaten so einen Folianten voll Unsterblichkeit. Ohne besondere Magenbeschwerden zu verspüren. Ja, ich weiß ja, dass der Mensch was werden soll in der Welt. Ich weiß aber auch, dass das eine Sottise auf die Menschenwürde ist. Denn es spricht deutlich aus, dass der Mensch nicht viel ist, wenn er nichts ist als ein Mensch. Und das war der Grund, warum ich mich der Kunst geweiht habe. Die Kunst, das ist eine Leidenschaft. Machen aber Leidenschaften glücklich? Konträr. Strenge Moralisten sagen, um glücklich zu sein, muss man alle Leidenschaften aus sich verdammen. Dieser Rat ist ungefähr so gut, als wie wenn man einen, der über zu enge Stiefel klagt, sagt, dass er sich beide Füße amputieren lassen. Damit er keinen Verdruss mehr mit dem Schuster hat. Eigentlich habe ja ich nur eine Leidenschaft, nämlich die, dass ich so gern allen meinen Leidenschaften nachhänge. Und statt dem sollte ich sie besiegen? Wenn ich nur auf diese Art glücklich werden kann, dann wäre es wohl besser für mich, ich wäre ein unerfüllter Wunsch meiner Mutter. Eine gehaltlose Idee meines Vaters geblieben, statt dass ich zum wirklichen Dasein geboren war. Na. Ich habe schon wieder so einen Verzweiflungston. Macht aber nicht. Es ist eine ganz gutartige, amüsante Desperation. Bist du's? Müller, mein Rabe. Was hat mir der Meier von dir erzählt? Mir hat der Fischer gesagt. Ja, ich sag nur das, was ich von Leuten höre, die mit Leuten bekannt sind, die aus verlässlichen Quellen schöpfen. Plausch und Platsch mach ich kein. Recht hast du. Es ist ein verwerflicher Luxus beim Theater, dass sich so häufig die Männer drauf verlegen, alte Weiber zu sein. Oh! Ja. Du weißt also, von was die Rede ist? Ja, das ist ja nicht schwer zu erraten. Von einer Liebschaft zwischen mir und der Haustochter meiner Quartiersfrau. Na bitte. Ich habe doch überall geliebt, wo ich Zimmerherr war. Wo keine Töchter sind, da logiere ich nicht. Aber diesmal hast du sogar Heiratsideen, wie sich der Kunst entziehen. Erzählt mal. Im Gegenteil, wenn ich heirate, wird sich die mir angetraute talentvolle Dilettantin in eine wirkliche Priesterin Talliens verwandeln. Ich bereichere daher die Bühne um ein Mitglied. Umgerechnet der möglichen künftigen Mitglieder, die aus dieser Künstlerehe in der Welt bedeutenden Brettern erblühen dürfen. Ich bitte dich. Genial ist nur die Ledigkeit. Heirat ist Spießbürgerei. Es verlautet sogar, dass du die angenehmen Theaterverhältnisse in Steyr verlassen willst. Allein in die Welt gehst du keine Kunst. Ich tue es aber mit faktischer Gattin und problematischer Deszendenz. Das verleiht der spießbürgerlichen Heirat das Diplom der Genialität. Euch behagt das solide Engagement, welches euch 8 Monate hier, 4 Monate in diversen Kurorten sichere Existenz gewährt. Für mich ist das nichts. Das ist Blei für meine Geistesschwingen. Und jetzt frage ich euch, wer von uns ist Spießbürger? Ihr oder ich? Arthur. Ah, ich könnt Pixel. Mistig, du! Ah! Les Miserables! Hier, in dieser muffigen Atmosphäre, als ob ich es geahnt hätte. Meier, ich bringe Briefe. Oh. Wer Briefe bringt, wird manchem etwas bringen. Hochgesetzt, Herr Arthur. Was? Fischer, Müller, Meier, hebet euch hinweg. Bitte. Nein, was du hörst, können alle meine Kollegen hören. Ist das der Vorzug, den ich als dein Freund genieße? Als Künstler gehöre ich der Öffentlichkeit. Alle Welt kann wissen. Ja, ganz recht, es war aber immer meine Sache, deine Geheimnisse auszuplauschen. Wenn du sie jetzt selbst preisgibst, so raubst du mir die Gelegenheit, mich durch die Enthüllung interessant und im Gasthaus zahlfrei zu halten. Wie du mir diese Flut bei der gegenwärtigen Ebbe in deiner Kasse ersetzen wirst, das weiß Jupiter. Also, lass hören.
Hochgeschätzter Herr Arthur, ich war lang genug Ihr Narr. Spieß. Was ist denn das für ein Wort? So. Schau. Schau. Heintischtasch. Heintingstokes. Was? Heutigen Tags. Das ist Tirolerisch, verstehst du? Bis heutigen Tags haben Sie noch immer nicht die mir schuldigen 34 Gulden und 18 Kreuzer an meinen Bevollmächtigten in Innsbruck eingesendet. Jetzt brauchen Sie mir das Geld nicht mehr zu schicken. Sag, wie kommt denn der Noah auf die Idee, dass ich es ihm jetzt abschicken kann? Denn ich hoffe, in wenigen Tagen in Geschäften nach Steyr zu kommen. So, das ist eine schöne Geschichte. Nein, konnte etwas Erwünschteres geschehen, um mich aus weichlich süßem Liebestraum emporzurütteln? Zur kühnen, raschen Tat, du ein Kellner, wird zum Werkzeug der Olympischen. Bacchus vereinigt sich mit Amor, um einen Hymen altarwärts gerichteten Schritten Hermesflügel zu verleihen. Die Entführung ist jetzt binnen 2x24 Stunden festgesetzt. Ja, es ist von meinem lieben Luitpold aus München, meinem einzigen wahren Freund. Ja, freilich. In München sind es zu Hause die enormen Freund. Wannst nur dem Fatum nicht in die andere Faust rennst. Ja, liebster Arthur, ich sende dir beifolgend einen Brief. Wo ist denn? Er ist von der Hand deines Onkels. Folge meinem Rat und handle in allem, wie es dir gut und weise dünkt. Dein Luitpold. Solche Freunde tragt man in München. Was schreibt sie denn, die Hand meines Onkels, die so verschwenderisch mit Leviten und so karg mit Meriten umgeht? Neffe! Ausrufungszeichen. Mhm. Herr Neffe kann ich nicht schreiben, weil du ein Sklave deiner Passion und weil du ein Gefangener deiner Gläubiger, folglich kein Herr bist. Und lieber Neffe will ich nicht schreiben, weil ich einen leichtsinnigen Schuldmacher und Taugenichts nicht lieben kann. Seine onkelische Lob? Nein, nein, jetzt kommt es ja ganz anders. Advokat Stein ist beauftragt, deine Schulden zu bezahlen. Welch Fühl gehört da unten? Das gibt neuen Kredit. Gratulation! Du wirst dir ungesäumt eine Reisegelegenheit nach Wien besorgen und für Herrn Advokaten Stein meine weiteren Befehle entgegennehmen, welche hauptsächlich darin bestehen, dass du ohne Widerrede die von mir für dies gewählte Lebensgefährtin heiraten. Was ist das denn? Die von mir für dich gewählte Lebensgefährtin heiraten und als solider Ehemann dich an der Leitung meines weit verzweigten Fabriksgeschäftes beteiligen wird. Höllenidee! Gib her doch! Beteiligen wirst. Ich bin seit wenigen Wochen Witwer. Deine Hoffnung, dereinst mein Erbe zu werden, hängt nun ganz von deinem Gehorsam ab. Denn heiratest du die dir bestimmte nicht, so schwöre ich dir, dass ich meine Familie nicht aussterben lasse und ungesäumt zu einer zweiten Ehe schreite. So, das beschleunigt abermals die Entführung. Wenn ich kopfüber verheiratet bin, dann wird er sich eines anderen besinnen. Wenn dein Onkel aber seine Drohung erfüllt und doch heiratet, dann ist es doch sehr zweifelhaft, ob er gerade einen Sohn bekommt. Und wenn er einen Sohn bekommt, dann ist es erst recht zweifelhaft, ob der Sohn am Leben bleibt. Mit einem Wort, das ist nicht so, dass man nur Haserl sockt und die Erden sitzen dort. Hm? Vor allem muss ich wissen, ob sie mich liebt. Ich werde ihr zwei Speersitz bringen und werde ihr durch Worte und Andeutungen mein Herz eröffnen. Herr Knapp, Herr Knapp! Herr Knapp! Herr Knapp! Mein Speersitz! Verkühre oder Anverwandte? Der Verehrer! Also Füllkarten? Na, nicht Füllkarten, zwei Karten. Umsonst. Besten Dank. Na, was hat dir denn der dritte Brief getan, dass du ihn mit Stillschweigen übergehst? Gut, ich fürchte, dass er mir was tut. Drum lese ich ihn wohl. Nicht. Lesen muss man alles. So, selbst wenn man den Inhalt im Voraus weiß. Aber von wem ist denn der Brief? Von der Direktion dieses Menschendarstellungsinstituts. Also bitte lies! Es ist meine Kündigung! Nein. Ja, ja. Es kann mich also nur mehr die Stilisierung, die Form dieses Manifests interessieren. Da bin ich aber neugierig. No. Euer Wohlgeboren. Sie spielen zu schlecht. Die Nachsicht des Publikums
muss erlahmen an der Mangelhaftigkeit ihrer Darstellung. Das ist stark. Unglaublich, die Schweinerei. Aber was, er will sein Privaturteil mit einem Nimbus von Vox Populi umgeben. Sie haben gestern den Wurm in Kabale und Liebe so erbärmlich gespielt. Der Wurm ist ja ein erbärmlicher Charakter. Wer ihn anders spielt, verfehlt ihn. So erbärmlich gespielt? Ja, so erbärmlich gespielt, dass sich die allgemeine Missbilligung laut aussprach. Also bitte, habt ihr was gehört? Wenn du das nicht gehört hast. Ich war ganz Wurm. Da sehe und höre ich nichts. Und bei Macbeth? Und bei Macbeth? Ich erinnere Sie an die Rezension, welche über Ihre Leistung als Macbeth erschien. Ja, ja, da ist gestanden. Ich lese keine Kritiken. Ob Shakespeare Shakespeare war, das ist die Frage. Sie lässt sich nunmehr ganz leicht klären. Man öffne bloß das Grab. Wenn er sich umgedreht, dann war er. Doch Spaß! Einer referentischen Personalabneigung. Lies weiter. Wenn nächsten Sonnabend Ihre Darstellung als Franz Moor... Das gibt's ja gar nicht. Wenn nächsten Sonnabend Ihre Darstellung als Franz Moor... keine anziehendere ist. Oh, du Fieskerl von einem Direktor. Solche Bösewichter soll man anziehend darstellen. Das Laster muss abschrecken und von mir zur Anschauung gebracht, bekommt es noch eine extra Widerwärtigkeit. Grüß Gott, Herr Knopf. Grüß Gott. Die Kunst... darf keine Apotheose der Halunkerei sein. Dieser Schleimer überall steht, er wusste nicht. Der Direktor will aber, dass seine Schauspieler dem Publikum gefallen. Sag, freuen Sie sich auch noch. Die haben 30 Gulden Gage. Wie ist der Schluss? Aber was, der ergibt sich doch von selbst, wenn ich nächsten Samstag als Franz Moor nicht gefalle. So sind Sie aus dem Engagement entlassen und die Direktion jeder Verpflichtung enthoben. Das ist stark. Das ist mehr, als ein Mann ertragen kann. Schweinerei. Ich mag eh nicht mehr bleiben. Nimm dich lieber zusammen und mach dir einen Kredit als Künstler. Das will ich ja, aber mir gibt ja keiner was. Ich muss wieder wohin, wo man mich nicht kennt. Nur an solchen Orten leiht man mir noch was. Tu nichts Überlegtes und studier lieber deinen Franz Moor. Genau. Oh! Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum ich nicht der Einzige? Meier! Mich kündigt er. Und den Meier, Peuter, dieser kunstmörderische Schauspieler, haut über die Ohren abziehende Genievertilger! Aber auch das Publikum ist nicht dankbar. Da wimmeln sie in der Sommersaison in unseren Kurorten herum und wenn sie nachher zurückkommen in die Residenz. Dank freuen ihnen ihre Hof- und Kammermimen doppelt. Und warum? Weil sie mich gesehen haben in diese Ruin. Ja, ja, dann lernen sie erst einmal einen Unterschied kennen. Mir also verdanken sie den erhöhten Genuss. Was? Ich mag eh nichts mehr tun für die Kunst. Die Kunst ist mein Leben. Und an meinem Leben liegt mir gar nichts. Was hat man denn von dieser 50 bis noch 60 Jahre langen Luftschnapperei? Ohne Luft kann man nicht leben. Der Mensch ist mit der Gewohnheit verwachsen. Das Atemholen ist auch nur eine Gewohnheit. Aber wenn man sich's hab gewöhnt, ist man hin. Ja, da hat sich die Natur aber ausgezeichnet. Aber zu was die Blob und das Fritt. Das Leben ist sein Lebtag nicht wert, dass man sich's Leben so abfrisst. Nur um sich's Leben zu erhalten. Es ist nicht der Mühe wert, es ist nicht der Mühe wert.
Als Schauspieler ist man zwar voller Charisma, Tragödin, Tragödin, spül vom Blatt Tod und Töten. Nur die Komödianten sind die Ohren verwandt, den Aufriss, den Dummen, den lassen sie gucken. Gegen die Dummheit der Leute ist man heute nur der Zweite. Wenn's dem Fuhr halt den Spiegel, geht er dir für ein Anzubürger. Ja, die Zuschauer auf jetzt, urban oder gescheert, Sie sind nicht damit wert! Ich wär so gern prinzipisch, statt Österreich typisch. Ein bissl energisch, statt nur zwergisch. Schau's, der Franz und der Loisel, die sind sich nicht eins. Wollen's EG-Mitglied werden oder wären's lieber keins? Sie reden herum, ob man teil oder voll. Oder ob das vielleicht sogar bleiben lassen soll. Auch wenn jeder behauptet, für ihn sei's ganz klar. Es ist alles nicht wahr, es ist alles nicht wahr. Es ist alles nicht wahr. Hab ich abends mal frei, muss auf Bühne nicht drauf. Setz ich mich daheim hin, dreh den Fernseher auf. Und ich drücke wild herum, such ein gescheites Programm. Und wie ich auch drück, es fängt nirgendwo gescheit an. Und ich sitz noch voll Hoffnung, schon beim siebten Bier. Doch auf einmal hab ich unsere Fahne vor mir. Nur mehr Christen, Staub und Familie lang mit. Also. Ich geh jetzt ab mit. Was ist, gehen Sie mit? Geworden. Wenn mir etwas dieses Glück trübt, so ist es die Art und Weise, wie Sie die Aufsicht über meine, Ihrer Obhut anvertrauten Emma führen. Erlauben Sie mir, das Mädchen spricht Französisch, spielt Gitarre, stickt und spinnt. Und spielt Komödie. Und? Soll das ein Verbrechen sein? Ein Verbrechen nicht gerade, aber eine Dummheit und das ist schlimmer. Übrigens, wo ist sie? Ich brenne vor Ungeduld zu sehen, wie sich das liebe damals achtjährige Kind in das 19-jährige hinübergebildet hat. Sie ist auf der Probe. Was probiert sie? Den Tyrann von Baskerville. Wer ist das? Herr Dobermann. Wer? Ein wohltätiger Dilettant. Hol der Teufel, die Dilettanten! Sie hätten ja die Sache mit strenger Autorität verbieten sollen. Ich bin gewohnt, ein Mädchen wie Emma nicht als Hofmeisterin, sondern als Freundin zu behandeln. Bitte. Natürlich, der kaum merkliche Unterschied der Jahre erzeugt Sympathien gleichgestimmter jugendlicher Herzen. Brüderlein fein, Brüderlein fein. Wie geschieht Ihnen denn? Übrigens, wenn Sie gar so dagegen sind, dass Ihre Mündel die Rolle der Katharina spielt, so wird sich schon jemand anderer dafür finden. Muss sich finden, denn ich nehme die Emma heute noch mit mir fort. Das trifft sich gut, da ich mich erstens zu verehrlichen gedenke. Was? Sie, werteste Anverwandte? Ja. Nicht möglich. Doch. Und gegen wen? Wie bitte? Ich meine, wer ist denn der der Glückliche, habe ich auch wollen? Ein Genie. Armes Genie. Herr von Finster. Nein, nur weil Genies ja selten Kapitalisten sind. Also, nein, fort mit irdischen Berechnungen. Nur des Herzens Stimme darf entscheiden. Nach Belieben, aber bei meiner Mündel entscheide ich. Wenn Sie nun aber nicht lieben könnte, denjenigen... Viele Fanzerei. Es ist mein Neffe, der gesetzliche Erbe meines Vermögens,
Damit die gute Emma nicht leer ausgehe, muss aus beiden ein Paar werden. Die Liebe kommt nach der Hochzeit wieder Appetit beim Essen. Wenn ich wiederkomme, hoffe ich Emma zu Hause und Reise werde ich zu finden. Schaffen Sie ihr Gehorsam ein, denn mir gehorcht man überall, seit meine Seele getot ist. Bitte nicht da hinaus, das ist zugeschlossen. Das ist ein Zimmer mit separiertem Eingang, welches ich vermietet habe. An wen? An einen hiesigen Schauspieler. An einen Mimera? Ich will aber doch hoffen, dass es der erste Vater und Doyen dieser Bühne ist. Ist denn der Name Arthur nicht bis zu Ihnen gedrungen? Er ist erst ein halbes Jahr Künstler und verdunkelt schon alles, was ihm in die Nähe kommt. Er spielt jugendliche Liebhaber. Was? Na, jetzt müssen wir mal zu bunt. Hast mal das junge Mündel bewachen, wenn man Komödienliebhaber als Zimmerherrn ins Haus nimmt. Unbesorgt! Arthur liebt eine ganz andere, eine ganz und gar andere. Und diese andere wäre? Ich selbst. Aber was? Aber bitte, ich muss erwarten. Gitzel, mein Rat ist, suche dir das hiesige Engagement zu erhalten. Nur groß. Mist's wieder bei dem Direktor. Er führt sich einmal ein, ich von nicht. Meine ganze Kunst erliegt an dem Starrkopf. Ich soll aufgepackt. Arthur. Ja. Du gehst mit deiner Geliebten in die Welt. Ja. Und da möchte ich halt gern in eurem Bunde der Dritte sein. Ja. Mein lieber Freund, ich werde Emma heiraten. Es wird mir nichts machen. Ja, bei mir macht's was. Muss deines Trachten Engagement für mich und für sie zu finden. Du, da ist es schwer. Weißt was, bleib da. Mach dein Glück mit Franz Mohr. Dass man doch so selten einen Freund findet, der einen als Dritten im Bunde brauchen kann. Ich habe noch nicht einmal die Zweite im Bund, aber die meinem Herzen die Erste ist. Schau, schau, so nah dem Glück. Ach, bloß durch eine Türe getrennt. Aber wie durch diese Türe gelangen? Du wirst doch durch die Speersitzung Dreh verschaffen bei der Uhr. Richtig, danke. Danke, Speersitze. Speersitze. Um Himmels Willen. Die mich beim Zigarrenkaufen liegen lassen. Geh du, hol sie mir. Manchmal kommt es mir so vor, als ob ich nur deswegen dein Freund wäre, weil du keinen Bedienten hast. Bitte, Pitzler. Hab ich darum meine Nächte verprasst, Felsen hinweggeräumt und Abgründe eben gemacht. Bitte, hör auf, bitte nicht jetzt, bitte hör auf. Franz Mohr, vierter Akt. Ja. Zweite Szene. Beeil dich, ja. Ein unkurbelter Mann, dieser Finster. Welch ein Abstand zwischen ihm und meinem Ideal. Ich fürchte nichts mehr. Arm in Arm mit dir. So fordere ich mein Jahrhundert in die Schranken. Ach, als er so von der Bühne herab mir die Don Carlos Blicke zuschleuderte, statt auf die Königin zu sehen. Es ist kein Zweifel, dass er mich liebt. Von rechts wegen muss ich mich ja schon in ihr Herz hineinkokettiert haben, wenn sie nur dieses Augenniederschlagen nicht hätte. Aber leider, die Alte auf dem Speersitz neben ihr, die sperrt die ihrigen zu wachsam auf. Er ist entweder ausgegangen oder zu Hause. Wenn sie nur öfter in das Zimmer käme, vielleicht ist mir der Zufall günstig. Ist zu Hause. Ein Auge hat darüber geschaut. Schwarz und glühend. Das kann nur das ihrige sein. Ach, er seufzt. Triumph. Ach, er seufzt für mich. Ach. Sie seufzt Ritual. Ja, gibt es was Höheres, als wenn die Geliebte so seufzt, dass man es ins andere Zimmer hört? Ich werde unter einem schicklichen Vorwande ein Gespräch anknüpfen. Sie klopft. Oh, ja, ja, ja.
Diese Stimme gehört nicht zu dem Auge. Oder das Auge nicht zu der Stimme? Bitte, was wird denn, heute gespielt? Bitte, was wird denn heute gespielt? Die Ahnfrau! Oder der Vampir von Ips! Schau mal! Da werde ich auch dabei sein! Gewiss! In der Titelrolle! Schon zu Ende. Ja. Ich hoffe, du hast das junge Männervolk in den gehörigen Schranken gehalten. Ach wie, die spielen. Man weiß überhaupt nicht, soll man jetzt lachen oder weinen? Was ist Herr Arthur gegen diese Leute für ein Künstler? Sein Spiel, sein Tod, welcher bis ins Innerste des Herzens dringt. Es ist ihre Stimme. Ich habe wichtige Dinge mit dir. Ja, ich höre, liebe Tante. Tust du da etwas? Ich nehme nur meine Spickerei zur Hand, liebe Tante. Ich brauche deine ganze Aufmerksamkeit. Ich kann hier sehr gut aufmerken. Auf alles, liebe Tante. Gestern kam er ans Fenster, wenn er nur heute auch wieder herausziehen möchte. Ihr Arbeitstischchen steht am Fenster. Wenn Sie vielleicht... Also höre mich. Ich bin ganz Ohr. Holder Engel. Hallo. Wen grüßt du da? Hier ist ja niemand. Schon weg. Zur Sache, wir müssen scheiden. Du musst abreisen. Herrliche Idee. Was, abreisen? Ja. Ich tue, als ob ich eine Rolle memorierte. Ja, du musst abreisen. Da kann ich schreien, so viel ich will. Sie muss mich hören, sie wird mich verstehen. Jener würdige Freund deines verstorbenen Vaters, der Herr von Finster, der bisher für dich gesorgt und den du heute kennenlernen wirst. Ich liebe dich! Und sollten dich bewachen mit Argusaugen 100 solche Drachen, entführst dann noch dich und mein wirst du sein fürs ganze Leben. Der Unvorsichtige gibt mir so seine Liebe zu erkennen. Verfolgte dich und mich, du holdes Wesen, die Olde reibt den Zwölfstoff am Wesen. Er lernt eine Rolle auswendig. Aus welchem Stücke wohl? Der edlen Sprache nach? Aus einem klassischen? Sei grausam nicht! Lass, Holde, dich erweichen! Wenn du mich wieder liebst, gib mir Zeichen! Was soll ich denn tun? Oh, diese Worte, so sinnig, so schön! Wenn du mich wieder liebst, gib mir Zeichen! An dieser Stelle muss sehr schwer zu memorieren sein. Emma! Was ist denn was? Bitte wieder vielleicht. Liebliche ja, Harmonie. Das ist. Er macht mir auf so zarte Weise das Geständnis seiner Liebe. Sie liebt mich, jetzt ist gewiss. Klimpere nicht, du störst ihn, er wird am Abend stecken bleiben. Aber halt, diese Melodie ist ja vorzüglich geeignet. Emma! Fang doch noch mal von vorne ab. Einsam bin ich nicht alleine, denn es schwebt ja süß und lieb. Der verflucht, das ist ja die Hebe. Ich weiß schon, hier ist der Pinsel, mit dem ich mir das öfter in melancholische Augenbrauen malte. Und hier ist das Tintenfass. Nicht heraus! Wo soll ich denn hinreisen mit Herrn von Finster, liebe Tante? Du wirst es bald erfahren. Wenn du mich wieder liebst, so sage ja. Schicke sie nur jetzt weg. Dieses Herz ist die wahre Abbildung des Meinigen. Deshalb ist mir kein Vorwand, ein Fetzig wegzuschicken. Jetzt müssen die Würfel fallen. Antwort. Sie liebt mich. Wie komme ich jetzt durch Schwind zu ihr hinüber? Ohne doch nicht, um jetzt schwer sie zu bleiben. Aber Emma, ich wollte dir schon ein paar Mal sagen,
das eine Rolle im Tyrannen von Baskerville voller Fehler ist. Zum Beispiel, Katharina kann doch unmöglich zu Percy sagen, ich liebe dich. Doch, im Englischen ist das auch so. Eine reputierliche verheiratete Frau kann unmöglich einen anderen Mann als ihren Gatten per Du anreden. Und wenn sie einen anderen liebt, so muss sie sagen, ich liebe sie. Sonst ist sie keine anständige Frau. Aber im Englischen ist das so. Am sichersten wird das wohl Herr Arthur wissen. Ich werde ihn herüberrufen. Oh ja, Herr Arthur soll entscheiden. Das ergreift mich bange Schüchternheit. Herr Arthur! Ja? Sind Sie zu Hause? Ja. Womit kann ich dienen? Wir bedürfen Ihres Rates. Möchten Sie ein wenig herüberkommen? Ich stehe sogleich zu Diensten. Soll ich über die Straße? Ja, wozu der Umweg? Ich werde die Verbindungstür machen. Ja, lass mich nicht sperren. Und Sie, ich brauche nichts sperren. Ich werde weg. Was? Brauche ich nichts sperren. Ich entriegle Sie meinerseits. Gottes Glück, die Tür ist offen. Du wartest hier auf mich. Gut. Ich werde mich einstweilen räuberisch mit dem Moor befranzen. Meine Damen, Sie wünschen, was kann ich für Sie tun? Ich habe Sie herübergebeten, da Emma plötzlich abreisen muss. Abreisen? Ja. Ich folge bis ans Ende der Welt. Und wohin? Nach Regensburg. Na, das ist nicht ganz so weit. Doch dort haust mein Onkel. Deshalb muss ich statt ihr in der Dilettantenvorstellung die Rolle der Katharina übernehmen. Sie, meine Gnädige? Was? Sie? Ja. Und da hätte ich eine Frage. Was die wohltätigen Zwecke für Übeltaten entschuldigen müssen, das ist ja schauderös. Einen Augenblick, bitte. Sind das all die Henker des Menschen? Ist das Arsenal des Todes so bald erschöpft? Ja, da ist. Schreckliche Sprache, ein erschöpftes Arsenal. Im zweiten Akt sagt da Katharina zu Percy, ich liebe dich, oder ich liebe sie. Anfangs wohl nur, ich liebe sie. Bald aber ich liebe dich. Ihr Urteil ist mir maßgebend. Die Percy, Krankheit brütet tolle, wunderliche Träume aus. Mich deucht, ich hätte ein königliches Mahl gehalten. Ich liebe sie. Mich deucht es nicht. Oh, was ist Ihre Meinung, mein gnädiges Fräulein? Ach, da ich meine Meinung nicht ändern werde, ich liebe dich. Ich sage Ihnen, lieber Arthur, ich fühle einen unwiderstehlichen Drang, Schauspielerin zu werden. Lasst die Toten schlafen. Das sind die Zuckungen der sterbenden Natur. So ritt kein Mensch. Ich wäre wohl schon längst zum Theater gegangen, wenn ein Frauenzimmer ohne Schutz und Begleitung nicht jeder Zudringlichkeit ausgesetzt wäre. Ach, wenn Sie es nur versuchten, Sie würden sich gewiss vom Gegenteil überzeugen. Mich ergötzt der Grimm eines Weibes. Ich hätte einen ingeniösen Plan. Widmen Sie sich beide, meine Damen, um diese Kunst. Aus Fräulein Emma wird eine bedeutende Liebhaberin werden und Sie, Sie würden das alte Fach kostbar repräsentieren. Fürchterlich zischelt's um mich. Mit einem Wort, aus Fräulein Emma wird eine große Künstlerin werden, um deren Hand ich Sie inständigst bitte. Euer banges Sterbegewinsel. Geben Sie uns Ihren mütterlichen Segen. Meinen mütterlichen Segen? Euer schwarzgewürgtes Gesicht. Sind Sie Messers? Ja. Und Sie, Sie liebt mich auch. Eure fürchterlich klaffenden Wunden, mit der inflammiere ich mich. Mütterlicher Segen? Welche Frechheit von Ihnen herzubringen? Das ist ja impertinent. Luft, bitte. Was rüttelst du mich so? Schreckliches Totengerippe. Die Toten stehen noch nicht auf.
haben mich ja selbst gerufen. Wer ist Emma? Hörst du mich? Jawohl, liebe Tante. Heute noch ziehen Sie aus. Sie kommen ja. Nicht eine Minute vor dem Ersten. Und Emma. Emma reist heute noch ab. Ich reise nach. Die Toten stehen noch nicht auf. Denn uns sei dankbar, da kommt der Herr von Finster. Der soll Ihnen und ihr den Kopf zurechtsetzen. Wer kommt? Herr von Finster, der reiche Fabriksbesitzer aus Regensburg. Emmas Beschützer. Mein Onkel ist Emmas Beschützer. Er will schon im Vorzimmer. Ich retiriere auf Wiedersehen. Alles, ja. Schon mit dem Rückzug. Na, was geht dem Onkel? Da war er noch bleibt. Jetzt bis auf die Stiegen. Herr von Finster. Sie kommen gerade recht. Es verschlägt mir den Atem. Stellen Sie sich vor, Emma ist verliebt. Na, hab ich's nicht gesagt. Darauf lauft's hinaus, das Komödienspiel. Ganz recht. Grüß Gott, liebes Kind. In einen Komödienakteur ist sie verliebt. In einen Mimmerer, ist das wahr? Es tut mir so leid, das Missfallen meines Wohltäters auf mich zu lenken. Aber Arthur! Arthur! Ist das nicht der, wo Sie sich eingebildet haben? Er ist in Ihnen verliebt. Der freche Undankbare. Was tue ich denn jetzt? Essen gehen und abwarten, was dabei geschieht. Ach, los! Habe ich Ihnen das Zimmer überlassen. Für 5 Gulden werden frühere Zimmerherren 8 bezahlt haben. Und 10 Gulden. Ja, das ist es ja eben. Sie sind ja mit schlechtem Beispiel vorgegangen. Wenn da so ein junges Geschöpf sieht, wie so eine alte, übertragene Person, statt vernünftig zu sein. Ich verbitte mir jede Anzüglichkeit. Nehmen Sie das Mädchen nur mit. Ich ziehe meine Hand ab von ihr. Hüten Sie sie. Verheiraten Sie sie, wenn Sie wollen. Heiraten Sie sie selbst mir gleich. Viel. Ich fühle Beklemmungen, Herr von Finster. Ich sterbe. Ich halt, 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 halt. Herr von Finster, ich bin wieder zur rechten Zeit gekommen, Emma! Das ist mir alles klar. Mein Onkel hat Emma für sich erziehen lassen. Der spitzt auf sie. Da muss gehandelt werden. Nein, aber zuerst muss gegessen werden. Dem Mimen stopft die Nachwelt keine Plunzen. Komm! Emma! Du liebst ihn vielleicht nur oberflächlich, oder? Liebst du ihn bedeutend? Das darf nicht sein. Ich bin es, der dich erziehen hat lassen, der dir es glücklich machen will. Mein Dank und meine Verehrung sind Ihnen ja auch geweiht. Aber mein Herr... Darf mir kein so dahergelaufenen Grimassenschneider schlagen. Ich habe ein Recht. Fordern Sie alles, aber dieses eine nicht. So, der Alte hat seinen Korb in optimer Form. Ja. Bist du wahnsinnig? Da lacht deiner Hohn. Also ist er zu Hause, der saubere Monsieur. Emma, zum letzten Mal, du entsagst diese Menschen. Eher meinem Leben. Emma! Mein Onkel will Emma heiraten, mich der Erbschaft berauben. Noch dazu durch meine eigene Geliebte. Emma, was mache ich denn jetzt? Essen gehen und dann ziehen wir weiter. Komm, reißest auf der Stelle mit mir. Jetzt befehle ich es. Verstanden? Ich will Arthurs Frau und Schauspielerin werden. Was? Na, da werde ich mit dem sauberen Herrn selber reden. Ich werde ihn imponieren durch meine Autorität. Mein Herr! Im Herr, der will herüber! Mein Herr! Pitzel, du musst jetzt meine Person vorstellen und dem Mädchen da drüben feierlich entsagen. Sollen nicht trotzen, verharren, bockbeinig ziehen! Mein Herr, sind Sie zu Hause oder nicht? So, gehorche doch und entsage! Du behandelst mich schon wieder so sklavisch! Bitte, edler Freund, bitte, bitte, bitte! Ich werde nur meine ganze Selbstachtung verlieren! Das mag doch nicht. Was? Ist bei der Emma indessen meinen Plan einfallen. Ja, der junge Naff ist verblüfft. Mein Herr, hören Sie, machen Sie auf. Er traut sich nicht. Herr Schlosser, setz dich. Ist es gefällt? Wer sind Sie? Mehr noch, wer tun Sie sein? Sebastian Finster, Fabriksbesitzer, Kapitalist. Ah, wünschen Sie vielleicht Kapitalien bei mir zu platzieren? Bei Ihnen? Er misst nicht.
Ich komme erst vor, Mann. Ja, um Rechenschaft zu legen über das Vermögen Ihrer von mir geliebten Mündel? Ihnen. Er misst mich abermals. Einem herumziehenden Herr! Sie messen mich bereits zum dritten Mal. Ich dulde keine persönliche Geometrie. Sie versperren diese Türe. Wer hieß dich die Höhle des Löwen betreten? Dieser desperate Kerl. Sie wollen mich einschüchtern, erschrecken? Ja, Schreck. Nichts widersteht dieses Giganten eiskalte Umarmung. Bitte lassen Sie vernünftig mit sich reden. Da kommen Sie bei mir an den Feuchten. Nein, ich wollte ja nur... Es soll mich kitzeln, Bube, mit dir verdammt zu sein. Erlauben Sie mir, habe ich die Ehre mit Herrn von Arthur? Ja, diese Ehre haben Sie. Was, wirklich Sie wären, Arthur? Sie? Und das schröckt dich, Hasenherz? Sie machen einen Spaß. Spaß? Ich? Eines der ernsthaftesten Mitglieder des hiesigen Musentempels. Diese Figur, dieses Gesicht, die Emma muss blind sein oder verblödet. Herr, noch einmal, was beaugapfeln Sie mich so penetrant? Meine Mündel-Emma ist verliebt in Ihnen. Grässlich. Verzeihen Sie bitte, und schauen Sie abends, wenn Sie Komödie spielen, auch so aus wie jetzt? Auf dem Theater schaut jeder besser aus als so. Ich namentlich. Ich mache mich bei schlechter Beleuchtung besonders gut. Auch das ist kaum denkbar. Und doch... Soll die Frau dieses alten Mannes werden, aus reiner Dankbarkeit? Ich hätte einen Vorschlag. Ja, lassen Sie hören. Es kann da immer nur eine vorübergehende Verblendung sein. Nein, es ist eine durchgehende Verblendung. Davon wird sie unsere Doppelflucht überzeugen. Haben Sie nicht unüberlegt, so ins Blaue hinein? Nichts blau, grün. Unser Plan ist grün. Gretna Grün heißt der Ort, wo man's Paar um 7 Gulden kopuliert. Dort ist schon alles bestellt. Ich könnte die Gerichte in Anspruch nehmen. Ja, und wir könnten so dumm sein und so lang warten, bis Sie das getan haben. Psst. Ich proponiere Ihnen jedoch, wenn Sie Emma entsagen, ein Honorar von... Bedenken Sie, was das heißt, wenn ein Jüngling ein geliebtes Bild aus seinem Herzen reißt. Sollen wir auf ein paar Dukaten nicht ankommen? Welchen Preis kann er auf eine Menschlichkeit setzen? Meine Gefühle sind nicht käuflich. Unter 100 Gulden ist Karet. Na gut, Sie soll... Also gut, Sie soll die 100 Gulden haben und Sie entsagen dafür meiner Mündel gänzlich und alles sogleich. Freilich, zu was eine Herumdrinkzerei? Abwenig. Wenn ich entsage, dann ganz oder gar nicht. Nein, schriftlich. Gut. Und jetzt wäre ich ja frei, abgeschält von allen Pflichten und Tränen und Freuden, abgeschält von der Vorsicht. Also, Mr. Pitzel, ich bleibe nur eine Minute, ja, um Ihnen zu sagen, reißen Sie scheinbar gutwillig mit Ihrem Vormund von hier ab und bewegen Sie ihn in Braunau, ja? Braunau, Nachtquartier zu nehmen. Dort habe ich einen Freund, der mit dir zur Ausführung der Entführung nötige Summe vorstrecken wird. Wir fliehen ins nächste Ausland und heiraten gleich über der Grenze fürs ganze Leben. Ich folge Ihnen, aber bitte befreien Sie mich. Bitte, glaube an mich und Schiller, welcher sagt, uns führt ein kühner Schritt zum Traualtar, der Alte fahrt sich nur mehr durch die Haare. Brauner, Herr Brauner, bitte Brauner. Sind Sie fertig? Ja. Hier, lesen Sie. Endes gefertigter und erfertigt hiermit, dass er Emma Busch nie wahrhaftig geliebt, sondern nur bei Butz und Jux gefoppet habe. Das ist sehr gut, sehr gut. Und dass es ihm nie in den Sinn gekommen sei, oben bemeldete Emma Busch heizuraten. Das ist ein seltsamer Spiel. Staccato! Aber immerhin voll Iuris Utrius. Er soll seine Wirkung tun. Meine Luise, sagt er mir, hat mich zu Boden geworfen. Meine Luise wird mich wieder aufrichten. Nimm's mir nur 20 Gulden drauf.
Und ich schreibe dazu, dass ich bereits verheiratet bin und Weib und Kind im Elend absitzen lassen. Ganz recht, schreibst das von dieser Luise. Das sind 20 Gulden. Ja, danke. Ich glaube, so muss es noch mehr wirken. Ja, weiß. Weil ich da zugleich als falscher Betrüger erscheint. Ja, natürlich. Also ein Unhold, ein Sittenstreus. Ja, ja. Also ein Taugenicht. Sie muss sich schämen, mich je geliebt zu haben. Pfui Teufel! Das ist das Wahre. Empfehle mich Ihnen. So. Da habe ich's, Emma. Lies diese Schrift und erröte bis zum dunkelsten Purpur. Erstens, was du deine Augen gehabt. Zweitens, erkenne den Elenden. Drittens, einen solchen Menschen hast du geliebt. Parken wir, Philipp. Wir müssen parken. Ja, und da ist das Reisegeld. Geld? Wie kommen wir zu Geld? Der Onkel hat Herrn Arthurs Entsagung mit dieser Summe aufgewogen. Ach so, das Geld gehört also mir. Ja, nein, lieber Freund. Mir gehört's auch. Das gibt einen kuriosen Prozess. Ja, uns beiden, versteht sich. Ach, der Falkbein, ich habe Emma auf die Entsagung nicht vorbereitet. Ja, die glaubt am Ende noch, du... Das ist unmöglich. Und dennoch schwarz auf weiß. Aber die Schrift ist falsch. Das kann Arthur gar nicht geschrieben haben. Das ist Betrug. Ja, freilich, echter arthurischer Betrug. Wir werden den Beweis gleich liefern. Jetzt geht's los. Bei mir soll er nimmer mehr Audienz bekommen. Wer soll jetzt antworten, du oder ich? Na du natürlich. Ja, was gibt's denn? Was wollen Sie denn noch? Es ist nicht seine Stimme. Belieben Sie doch mal auf, Sie machen die Närrin, glaubt nicht, was Sie geschrieben haben. Sagen Sie ihr doch ins Gesicht. Das ist ja sein Freund. Man sagt nicht umsonst, der Starke ist am mächtigsten allein. Will sich Arthur ewig von mir wenden? Kurz ist der Schmerz, doch ewig ist die Freude gegenüber dahinter. Ist das möglich? Da siehst du, was das für einer ist. Oh ja, Herr Vormund, jetzt folge ich Ihnen auch, wohin Sie wollen. Auf Wiedersehen. Einen Kuss zum Abschied noch. Ich bin nicht mehr. Ich
kirchlichen Fürsten in unserem Land, die geben sich jetzt Opus Dei-mäßig die Hand. Unser Seelenheil, sagen sie, das finden wir dann, wenn die Frau wieder wird, ihrem Mann untertan. Sie reden von Ehe, von Liebe und Lust. Und erst davon wissen, das hätte ich ja gewusst. Dass man trotzdem katholisch noch bleibt und gut geht. Also wenn das keine Kunst ist, so dann weiß ich nicht. Jeder gibt Ätzes. Selbst Wirtschaftsfachleute schreiben Kritiken heute. Uns Wiener Großkapital steht auf Bert Brecht kolossal. Und die Zeitschrift für Zeitgeist, um die sich ganz schicke Wien reißt. Kurz, feine Leute sind beglückt und werden dann ganz verzückt. Wenn man schweigt und man quatzt und man scheißt und man rumpst, denn für Kulturschikaria beginnt da erst die Kunst. Du meine Güte, zwei Minuten, Rüche, Rüche, ist schon wieder ein ganzes Essen anbrennt. Was kann ich denn hausarbeiten? Schorsch! Schorsch! So, ein Zettel. Onkel, Schorsch! Ja, da bin ich. Join. Jawohl, join, das Zettel und sofort. Geh mal verstecken! Schorsch, ich bin doch ein wenig um, wenn die Hirn was befällt. Dass man nicht einen Augenblick Zeit hat für ein ungestörtes Wort. Ach, Schorsch! Ach, Sali! Ja, Säckl! Ja! Schorschi! Sali! Ich gucke! Schorsch! Bitte nur einen Augenblick zu Geduld, der von wie mit der Kellner kommt, gell? Sali, das ist... Ja! Ja! Sali! Himmlische Sali! Ach, Schorsch! Ich weiß nicht, was daraus werden wird. Was, was? Was, was? Wir können sich doch fragen. Gibt's denn was anderes auf der Welt als unsere Liebe? Na, und ob es etwas anderes gibt? Unsere Heirat! Ach, Schorsch, gestern hat der Vater gesagt... Join! Merkt er was? Keine Spur mehr, sagt Sali. Du wirst es bald müssen zum Heiraten schauen. Na, schauen wir doch dazu, schauen wir dazu. Soll nur der Vater nicht schon jemand anders für mich gestimmt hat? Sali, ich bin auf alles gefasst. Ich bin kein Hiesiger. Ich bin ein dreinziger Untertan. Und von dort her habe ich mir alles verschafft, was man an Papier für eine Hochzeit braucht. Von jetzt ab hängt das nur mehr von dir herunter! Nur mehr von dir hängt das herunter! Sali!
Du bist die Seele meines Geschäftes. Ich bin auch überall. Ja, aber die Seele muss ein unsichtbarer Gegenstand sein. Meine Herren, deshalb kehrt von mir ins Geschäft in die Kuh. Ruhen! Zahlen gewinnt, Herr Bibel! Doch, Herr Zerto! Das reicht mir an zu wissen. Und was ist dieses eine? Mein Leben! Ach, Fanny! Zahlen gewinnt, Herr Bibel! Na ja, wir müssen noch mal in die Kanzlei. Was denn noch einmal? Wohin mit der Welt? Wann ich nicht alle im Büro war? Fanny, was ist denn? Zahlen gewinnt! Ich muss erst die Karten zu den Gästen schauen. Echt, Horst, schieß um. Du bist ein unbezahlbarer Busch. Ich werde dir mit nächsten Jahr keinen Lohn mehr geben. Die Schmeichelhaftigkeit der Anerkennung ist der Stolz des Prinzipalsdieners. Gebildet ist er auch. Was will man denn mehr? Schon. Aber ja, aber eins, Horst, ja? Mit dem Wein kannst du immer noch nicht umgehen. Aber wieso? Ich zapfe an, was der Wirt, und schenke ein, was die Gäste schaffen. Aber das ist nicht das Wahre. Schafft der Gast einen Kreuzerwein an, dann kriegt er ihn. Der ist schlecht genug. Schafft er einen guten Wein an, dann muss er sein Gusto bissen, dann kriegt er einen Kreuzerwein. Und für einen guten schmeckt er ihm besser. Zu was hat ein Gast seine Einbildungskraft? Aber bitte, was mache ich, wenn einer eine Spätlese verlangt? Da haben wir nämlich gar keinen. Dann kriegt er einen Kreuzerwein mit ein bisschen Schligowitz und einem Preselzucker. Und der Verschwender ist bestraft. Also wenn Sie mir so Ihre echte Wirtsweisheit predigen, dann komme ich mal richtig ungeschickt, komme ich davor. Du bist ja noch jung, ja. Aus dir kann ja noch alles werden. Ich hab's Banschen auch nicht in Antog gelernt. Join! Zahle, jüdische Dinge! Ja, komm schon! Das ist so gut zu mir, so, ach, wann ich mir nur zu reden brauche. Ach, was ist denn, was hast du? Das ist ein prächtiger Bursche, Schurz. Und nicht um einen Kreuzer betrügt er mich. Ich weiß nicht. Ich war da einmal Könner und in meiner frühesten Jugend schon ein ehrlicher Mann. Aber gar so wie der Schorsch. Das geht ja völlig ins Lächerliche. Ein Mensch ganz ohne Hang zum Bitten. Das wär so wie er recht ohne Fug. Wie er Kind ohne Kegel, wie er Wind ohne Segel, wie er Kraut ohne Ruhm, am Rühn ohne Wurm. Das ist die Regel vom Wege. Keine Wahrheit ohne Lug. Dass man Wein mit Wasser plant, das ist normal. Dass man links mit rechts vermanscht, ist auch egal. Dass man Wein mit Dein vermischt, ist fast legal. Oder wann die Wörter blieb, dann wird's vertan. Banscher, Vermanscher, tun nur unser Pflicht und uns das vorzuwerfen, ist eine ganz miese Schicht. Sein miese Vernaderer, gib mir was drin. Wenn der Mensch alle ehrlich nur wär, wär's auf eher gerade so ein Malheur. Wie ein Klang ohne Klinge, wie ein Putz ohne Stinge, wie ein Eisbären ohne Arktis, wie ein Grot, die nicht gebracht ist, wie ein Suizid ohne Ringe, wie ein Staat ohne Heer. Ja, wir Panzer, Panzer, tun nur unser Pflicht, und uns das vorzuwerfen, ist ein ganz mieser Schuss. Schenk diese Panzerra, die kennt was Grieche. Wenn der Mensch wirklich gut war, dann gut, dann im Kopf ja ganz dumm und absurd. Wie ein Städter bei Stille, wie dem Papst bei der Pille, wie ein Journalisten beim Duden, wie ein Nazi ohne Jugend, wie dem Jörg ohne Mille, wie ein Boden ohne Blut. Ja, wir Panscher, Panscher, tun nur unser Pflicht und uns das vorzuwerfen, ist eine ganz miese Geschichte. Selbst diese Vernaderer, die kennt was kriegen.
Heuer, da kommt schon wieder die Nachbarin. Ich habe es doch ein für alle Mal gesagt. Wohin? Herr Nachbar, kein Wort. Keine Zeit, bin vor mich fertig. Der Herr Nachbar gibt seine Sari, meinen Sohn auf keinen Fall. Aber liebe Frau Zäpelmeier, ich hab nichts gegen der Frau Zäpelmeier, ihren Sohn. Aber der Frau Zäpelmeier, ihr Sohn ist ja quasi vom Land. Und meine Tochter, liebe Frau Zäpelmeier. Ist der Kölner etwa aus Paris? Was für ein Kölner? Na, der Schorsch. Na, was geht mit Schorsch, meine Sari an? Ah, sie schlafen heute, als komplette Turteltauben werden. Verleumdung! Ich sage nur, was ich zufällig gesehen habe. Wäre ja gleich zufällig. Ja! So, wäre das der Lohn, dass man euch wartet? Aus gutem Herzen? Nein, gut. Die Sari, wie unterstehen sich die? Und der Schorsch? Gut, wie trauert sich der? Nehmen wir's nur ein bisschen ins Examen. Und die Verleumderin, verzeih ich dem Herrn Nachbar nur, wenn ihr mir ein Gräbelten hinüberschickt, für mein gutes Herz. Ich werde gleich die ganze Wahrheit wissen. Yes. Und dann! Zuhin? Auf der Zeit! Selbst schon wieder beieinander, alle zwei! Herr Zufall! Oh, du denkst uns Zufall, du! Hinaus! Du hast kommen her. Du bist ein braver Schorsch, ein düstiger Schorsch, ein recht ein rauer Schorsch, ein Könner, wie man nicht alle da findet. Könntest ja auch einmal Wirt werden. Ja, aber ja, ich weiß schon, was du sagen willst, ein Wirt ohne Wirtin, das hat nichts. Herr Sorfass, der Herr Sorfass, ja, wie wär's denn mit der Sali? Herr Sorfass. Ich liebe Vater! Ja, was ist denn? Was wird's denn rot? Habt's was auf dem Herzen? Nur heraus. Also, Schorsch, reden Sie! Was soll ich sagen, Sabo? Der kann doch nicht zuerst! Also gut. Wir lieben uns alle zwei! Von ganzem Herzen! Sodass wir völlig nicht leben können ohne ihn an! So! Ja! So wird erwischt, alle zwei! Also das werde ich euch aber austreiben! Das ist eine unglaubliche Frechheit! Ich habe euch nur ausgeforscht und ihr seid mir aufgesessen! Sie, eine dirigierende Wirtstochter! Und er, ein dahergelaufener Könner! Herr Sauer! Und Ihnen, der Feiselknecht! Er wagt es! Aber Herr Sauer! Ich bin unglücklich! Aber... wirklich alles du verdienst. Du wirst heiraten, den jungen Maushuber. Was? Den jungen Maushuber. Hinaus! Eine glänzende Partie. Sein Vater kauft ihm ein Hotel in Wien mit 100 Betten auf die Gossen. Den Hof sind gar nicht zum Zöhnen. Ach, Vater. Ob du still bist, magst du die Kugel? Und dass du mir bei Todesstrafe dem Schorsch nicht mehr in die Nähe kommst. Und du... kühner Blickerheber! Du geh mal in dich und dann zu den Gästen! Du Säckl! Herr Sorfass! Du Säckl! Herr Sorfass! Was Säckl? Das Säckl! Na, ich bin da einer, der gleich alles herausgerät. Es ist eigentlich Schad um mich. Schorsch! Du! Hoffentlich! Sorry! Das ist einmal näher. Es ist notwendig, dass wir jetzt auch etwas machen, was er uns nicht verzeihen kann. Ja, aber was könnte das sein? Sali, meine Papiere sind in Ordnung. Pass, Topschein, Ehekonsens. Wir gehen auf und davon und sind ein Paar. Hm? Den Vater verlassen, das kann kein Segen bringen. Sali, wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Vom Diesseits nach Jenseits ist doch für schwärmerische Seelen nur ein Katzensprung. Werde Sie ewig lieben, Schorsch. Das möge Sie trösten. Mich? Trösten? Aber das ist doch gerade so, wie wenn man einem Walfisch ein Biskotten gibt. Nein, mein einziger Trost ist die Verzweiflung. Aber ich schwöre Ihnen, dass ich diesen Maushuber nie heirate. Sali! Ja! Sali! Das ist Maria Josef, komm schnell in Kuchen! Alle zusammen, Freund! Es sei denn als Weil genug! Fremst Weilen! Aber auf die Dauer ist halt doch so viel als wie nichts. Oh, Sali. Sali. Hallo. Joey. Bitte. Penner! Ja! Was? Penner! Sag, ist das ein Benehmen gegen Gäste von Distinktion? Ja, das Kölnervolk ist gefinkelt.
Ohne uns anzuschauen, hat er gleich gesehen, dass nichts herausschaut bei uns. Das ist ja unerhört. Wenn der wüsste, was ich verspielt habe in der vergangenen Nacht. Ja! Ja, in meinem redlichen, unermüdlichen Streben, unsere besessenen 120 Gulden zu verzehnfachen. Ja, saubere Verzehnfachung. In Bettel tutti Form. Jetzt schau lieber, dass wir was essen kriegen. Ja, es wird die Stantipede eine lukullische Bestellung aufgeben. Hallo? Angeschafft ist bald. Hallo? Wenn's aber dann zum Zahlen kommt. Ach, ja. Dann sag ich Konkurs an. Was können wir einsetzen? Bitte, das ist alles, was wir so selig sind zu haben. Na bitte, eine blonde Lockenperücke, na, ein paar Ritterhandschuhe, da, ein Sporn, na, mit wahrscheinlicher Vergoldung und etwas Schmuck. Von Zinn gepresst, Rehler wird sich bis abgereizt haben. Ja, aber es ist was da. Und vergiss nicht, was noch kommen kann und sicher kommen wird. Ja, zum Beispiel. Unerhörtes Engagement für mich an einem allerersten Hoftheater. Nicht, davon bezahle ich alles. Und vorderhand benimm dich so, wie es sich für den Sekretär eines Reisenden von Stand geziemt. Jetzt! Was? Jetzt riech ich was. Was denn? Dort hinten muss die Kuchel sein. Ein weibliches Wesen erscheint. Grüß Gott. Dobry den? Dobry den! Meine Herren? Buonissimo giorno. Bellissima donna. Amabilissima Besitzerin di questo Hotel Popolare. Die Wirtstochter bin ich. No, per Papa. Per Papa, io dunque l'onor. Fare il mio complimento alla bella tochterina del Virto. Nonna, volete qualche cosa a mangiare, eccellenza? Eccellenza? Sì, scusi, signore, scusi. Per Vizzolo, hai ragione. Va subito stellare un bradel di lungo. Svizzcovo prossimo. O schnitzelini con piccolo erdäpfelici. Roschicet bramborama. Anche knödelini con sesto. Usenist nerelicem. Dabei. Credetemi, signorina, credetemi, io non sono un schmeichelero. O foppatore, o pappagallo. Ma voi siete la mudelzauberissima del tutto questo nesto. Eccellente. No, taci. Io sono incognito qui. Io e mio segretario. Salute! Ah! Eccellenzi, das Italie! Sì! Della bella Napoli. Della patria di limoni e pomaranci. Dove vaxoni i mantlini e si bevi e salami sui bami. Siedi, signorina, siedi sul bosci. Al fusio di Vesuvio è il mio palazzo, oh, con gran giardino, pieno di statuette. Una birra, prego. Springbrugno in altezza di 50 sciuchi con acqua a basso. Plecerante Boschetti, una birra, prego. Con Chateau Dunclo e Grotte di Felso einsiedlerisch. Da muss schön sein in dem Land. Sì, sì. Aber, dass die Exzellenzen dort so ausschauen? Io sono un'eccellenza incognito. Non posso cladarmi in abito elegante, bongiurio o fraco moderno. Non posso mach regala per il popolo ordinario. Sì, no. sì, per il popolo ordinario, sì. Una birra, cretino. Signor segretario, mettiti come va la reparatura! Impossibile, cavallo è morto! La mia carrozza caduta. Was? Ihre rossa caputa? No, la mia britschka. Perciò io ho lasciato ridurre i miei servitori, cucciero, spaniere di pizzo, tutti quanti. E sono venuto io. Signore, prego, una birra. Sì. Welche Exzellenz, er ist wirklich so übel. Non posso resistere più. Vi devo abbracciare, amare, abbracciare. Il mio nome è Arthur. Arthur, voi! Schaffico! Verflucht, das ist der Georg, dem ich 34 Gulden und 18 Kreuzer schuldig bin. Wie muss ich das
Dieser Herr ist ein Herr, den ich kenne. Ein Herr, den ich kann mich auskennen. Gebiet! Alarm! Que voulez-vous, jeune homme? Was wollen Sie von mir? Na, 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 Sie sind schon. Comment, comment? Wer soll ich sein? Pardonnez-moi, monsieur. Ich nix kenne diese Garçon. Et vous? Et moi aussi. Je ne connais aussi papa, ces garçons-là. Hatte die Ehre in Innsbruck. Innsbruck? Küssige Küsse, Innsbruck. Das ist der Ort, wo Sie sehr gut Deutsch geredet haben. Und wo Sie zu mir gesagt haben, ich habe jetzt kein Geld, lieber Georges. Aber... Georges? Georges? Vous vous nommez Georges? Oui. Sehr schön, so schön. Ich nix weiß von dem Georges. Hey! Was hat er, mein Herr? Der mir 34 Gulden und 18 Kreuz? C'est bien ridicule, mon visage a une ressemblance. Avec un visage d'un mauvais sujet, hein? Qui reste quelque argent à ce monsieur-là. C'est extrêmement glacique. Évidemment, un double dans l'Innsbruck. Herr des Morgens, keine Faxe! Faxe? Que voulez-vous dire avec ce mot faxe? Ah, maintenant! Je te connais très bien, ich kenne dir sehr. Na, op! Nous connaissons-nous! Vous, filoudou! Vous avez été à Paris? À Paris? Garçon dans un établissement pour gangster. Du hast elfen Stellen, der reisende Anglais aus ihrer Porsche, der seidenen Tapardière und der goldenen Mouchoir. Also, Herr, 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 richtig, wo ich noch habe, mein Memoir, richtig. Du sei gewesen, Garçon, dans un café à Konstantinopel. Vous avez volé une pipe de l'eau d'un page illustre. Non, non, laissez-faire, Pitzel, laissez-faire, Pitzel. Et les musulmans ont fait kebab de toi. Also, hören Sie. Ich bin ja wirklich ein sehr guter Kerl. Aber wenn Sie mir so kommen, Herr, ich erschaue! Ich bin jetzt der Arthur, der Sie kreditiert hat. Ja! Ich bin's. Und der statt ansteigen zum Zahlen zu machen, hoffen wir vor Ihnen. Was wollt ihr denn heim? Ich komme zu entgleiten! Das ist doch nichts von der Kunst. Sonst müsstest du doch wissen, dass ich ein junger Anfänger bin. Ich bin 8 Monate beim Theater, aber du hast ja keinen Begriff von der Kunsthöhe, die ich in den längsten 7 Vierteljahren erreichen werde. Dann kriege ich an einem enormen Hoftheater ein horrendes Engagement mit fabelhaftem Urlaub und den entsetzlichen Vorschuss. So kommst du zu deinem Geld. Das wäre wohl schön, aber... Sie rauben uns! Wenn Sie Skandal machen, die moralische, und wenn Sie uns nicht ein ordentliches Diner auf Puff geben, auch noch die physische Kraft, diesen erhabenen Zweck zu realisieren. Ja, wo reist du denn eigentlich hin, ha? Vor der Hand nach hierher. Ich habe einen Freund gesucht, der mir etwas Geld vorstrecken sollte. Ja, damit Sie mich gleich bezahlen können, nein, Schorsch. Nein, 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 das Geld, das hätte ich gebraucht, um meine Geliebte zu entführen. Entführen? Ja, Schorsch, bitte. Entführen? Ja. Sali, oh, Sali. Garçon, du sollst. Verzeih. Liebst du etwa auch? Ja. Und wie? Und bist getrennt von ihr? Aber nein! Ich stehe doch als Kellner in meinem Alter bei einem wesentlich erhabeneren Posten als hier in diesem Provinzialhaus 7. Ranges. Wenn mir die hiesige Wirtstochter nicht das Herz gehabt hätte. Gibt es so mehrere Wirtstöchter? Nein. Was? Die? Die? Ja, die. Die, mit der Sie gescharmützelt haben. Und du willst sie entführen? Wenn das möglich wäre. Ja, Schorschi, ich bin einmal zu diesem Zwecke da. Und wenn dein Gefallen damit geschieht, noch entfürchte deine auch. Ja, freilich. Eine mehr oder weniger, eine auf oder rot. Sie sind ja wirklich sehr gütig, aber die meinige, die will gar nicht entführt werden. Ja, aber dann liebt sie dich doch nicht. Aber ja, lieben hätte sie mich genug, daran fehlt's nicht. Sie hat nur so viel kindlichen Gehorsam in sich gesetzt. Dann mach ihr doch Angst. Wie? Na, sag ihr Vater, wollte sie mit einem anderen verheiraten, ne? Ja, es ist schwer, es ist schwer. Ja, mit einem ganz abscheulichen Menschen zum Beispiel. Das ist ja die Wahrheit. Der junge Maus Huber, ich kenne ihn zwar nicht, aber war der... Ich kenne ihn! Das ist der Sohn vom alten Maus Huber. Ja, der kauft ja so ein Hotel in Wien, mit 100 Betten auf die Gossen hinaus. Ja, die im Hof, die sind gar nicht zum Zöllen.
die werden jeden Augenblick da erwartet. Die werden die Sally heiraten. Und mir bleibt nur die Wahl zwischen Selbstmord und Wahnsinn. Geschorsche, Schorschel, du. Kann man denn so tragische Ideen haben als Kellner? Komm, gieß ein Seidel Hoffnung in die 10 Maßbietchen deiner Verzweiflung. Schorschel, Schorschel, kennt dein Prinzipal den jungen Maushofer? Nein, der kennt keiner. Dann ist doch alles in Ordnung. Nein, nein, entschuldige. Bis auf das Essen, welches wir noch immer erworben. Ja, von jetzt an wird alles eine andere Wendung nehmen. Oh Gott, wenn das möglich wäre, dann... von diesem Augenblick an, ja, sind wir zwei, ja? Wir zwei und du, ja? Wir sind uns gänzlich unbekannt, ja? Apropos unbekannt, wie heißt denn dein Herr? Sauerfass noch! Gut, hast bestanden. Es kommt mir! Es kommt mir! Ja, Prosim! Gloria Victoria! Viva! Viva! Sligovice! Einzel, Vivo! Spremura! Rama, Adapai! Rama, Vitschu! Chleba! Glitscho, Papie! Oh! Dobri Appetit! O piękny pan, piękny Chlope! Aber! Ist euch nicht wohl, Bröselgeier? Ihr seht so blass. Das ist das Hotel Sauerfass. No, das ist ein sauberes Hotel. Das ist mein Dorfwirt, das ist ein Bauernbeisel. Und der Wirt von dem Jocherl soll der künftige Schwiegerpapa werden. Von mir künftigen Hotelisten in Wien. Naja, ist irgendwie ein perverser Kontrast. Joey. Na, das ist ja nichts bekannt. Das ist alles so öd, das ist fad, das ist alles da gewesen. Ich weiß nicht, manchmal ist man so, als ob ich schon das 10. Mal auf der Welt wäre. Es ist so öd, es ist so fad, das ist alles da gewesen. Mein Herr! Ein Garçon? Ist das die Tochter? Das ist schon. Es passt alles zusammen. Unbedeutende Personage, nichts Bekanntes. Es ist so es ist so krass. Alles da gewesen. Wie redet der vornehme Herr? Die Statin? Sie sind die Braut? Ja, aber von Ihnen nicht, Exzellenz. Ja, Exzellenz. Als vornehmer Parmesanschnupfer, da hätte ich einen werten Beifall gefunden. Ne? Es wäre echt charmant gewesen, Sie sauberes Zeiserl. Der Cäsar, reden Sie mit mir? Ja. Wissen Sie, dass Cäsar eine ungeheure Beleidigung ist? Schreizrat! Sie könnte ihr Herz ein bisschen ausspionieren. Das habe ich für einen vornehmen Spaghetti-Dumpe ausgegeben. Und Sie haben es ja für ernst genommen. Sie sind ja ganz wundervoll vor lauter Freien. Und haben mir erlaubt, Ihre Hand zu drücken. Was? Ihre Hand hat sie gedrückt! Sie muss jetzt mit Ihnen auf. Ah, Moment. Ach so, ist es etwa gut? Aha. Wissen Sie, Sie einfaches Wesen mit der doppelten Falschheit. Ich bin der junge Maushuber. Sie? Ja, und Sie haben nichts anderes denken dürfen als an mich. Ihren bestimmten zukünftigen. Und der will noch den gegenwärtigen Schärfte-Gurke Eindruck auf Ihnen. Während Sie außerdem ein längst vergangenes Kellner-Techtelmechtel haben. Wegen dem Schorsch hätte ich Ihnen freiwillig gestanden, auch ohne Ihrem Spionieren. So, haben Sie gering für mich, ne? Na, halten Sie ihn wirklich für so eine Schönheit? So kaum das Notwendigste, was man im Haus braucht. Also, Sie sind denn? Ich hab's gar nicht recht. Also, ich könnte Sie jetzt küssen. Das weiß ich nicht. Na, wirklich. Wenn ich will, kann sie nach Gusto umarmen. Ja, mir nicht lieb, ja. Aber so war. Es ist ja so öd, es ist fad. Da ist alles da gewesen. Also Schorsch, du nehmen Sie sich doch an um mich. Ach so, ja. Mein Herr, dieses Mädchen... Was ist denn, was will denn, wer ist denn er? Ja, wer hat jetzt hierher, ha? Sei wird schon, sei für was Besseres, als wir können. Das ist ja lächerlicher Hochmut. Sie ist uns fast der Unterschied. Ja, sicher. Inzwischen hat sie Theaterfahne und ein Schmerzfeld. Sicher gehen wir. Verheiter sich, diese Landpomeranschen. Also dieses entsetzliche Pomeranschen, oder was sagst du? Erst sei es ein nachher Pomeranschen. Der Vater kommt. So, mir wird grün und gelb vor die Augen. So alt. Ja, was ist denn da? Ist das Remissore oder Disputat? Wer denn? Der junge Maushofer! Was? Das ist
ja. Ganz das altmaushuberische Ebenbild. Bitte kein Theater, wer sind Sie? Wer ich bin? Ja, lieber junger Maushuber, dein künftiger Schwiegerpapa. Der Sauerfuß? Sauerfass. Na gut, was wollen Sie von mir? Was ich will? Naja, also zuallererst dich umarmen. Na bitte kein Theater. Nie wieder Theater. Der Papa hat mir gesagt, Sie haben sich ein unbändiges Vermögen zusammengebaut. Naja, und wenn das wahr ist und nicht bloß Windmacherei. Na, welche Götter? Na, ich weiß es nicht. Also gut, dann heirat es meinetwegen, ihr Töchter. Na, bitte kein Theater. Obwohl nicht extra viel dran ist an dem Mädel. Hören Sie, diese Tochter habe ich mir selbst aus dem Gesicht gerissen. Und der wollen Sie die Schönheit abstreiten. Also was ist, was kriegt's? 50.000, 60.000? Hören Sie froh, der Kurios, was Sie kriegt, das kriegt Sie. Damit punktum. Was? Ja, am Ende gehört das Haus gar nicht hin. Mhm. Na, da müssen wir uns ein bisschen im Grundbuch umschauen. Ja. Wie hoch es geschätzt ist, wie viele Schulden drauf sind. Also, wer gibt Ihnen das Recht, mein Vermögen zu verinterpretieren? Was Sie Ihrer Tochter mitgeben, das ist mein Vermögen. Muss ich auf Hell und Pfennig wissen. Aber was soll der Aus dafür und kriegt Sie keinen Knopf? Das war nicht dir. Wann glauben Sie, dass dieser Fall eintrifft? Na bitte nicht, bitte kein Theater, bitte nicht. Schauen Sie, Sie sind ja 60, ich meine, Sie schauen gut aus, aber freilich kommt oft über die gesündesten einmal was. Und die krepierlichsten, die schleppen sich auch so 10 bis 12 Jahren herum. Mit einem Wort, das ist ja ungewisse Sache, mein lieber Herr. Also, sollen Sie erfahren, wenn er keinen besseren Sohn hat, an solch ran, der Sie hätte aber gar nicht schicken braucht. Ach so, Sie wollen alles rückgängig machen, ja bitte auch gut. Und da legen Sie da augenblicklich 10.000 Gulden Entschädigung auf den Tisch. Jetzt habe ich aber genug. Hören Sie, wenn Sie nicht der Sohn von meinem Freund waren, ich hätte ab jetzt mein Suitel auf ihn. Aber so sage ich Ihnen nur. Wenn Sie nach umtragen, da werden Sie was bemerken, was einer Tür gleich schaut. Und dann werden Sie weiter bemerken, dass der Platz vor der Tür, der das größer ist als da herin. Bitte, der mich, will mich hinauswerfen. Ja, wird. Dir mangelt der Begriff, was ein öffentliches Wirtshaus ist. Weißt du, dass ich dir jetzt einen Schild herabreißen könnte und ihn zerstückeln könnte und dir die Stückel einzeln auf den Schädel hauen könnte, wenn du nämlich unstet von Wirtshaus zu Wirtshaus fließt? Ich kläre mir ein Zimmer auf. Schorsch! Da bin ich. Das letzte am Gang, ganz weit. Jawohl. Na komm, Signora Pomarancia, komm, komm, Bett auslüften, frisch überziehen. Und er ist jetzt so aufdringlich und schenkt mir Weine. Ja, und legt mir in tiefster Hochachtung die Dessertkarte vor. Freien Sie, na, wenn Sie nach Wien kommen. Ich schreibe heute gleich Ihrem Vater, dass Sie mehr abscheulicher Kerl als Sohn sind. Hat Sie der Vater endlich überzeugt? Niemand als der Schorsch meint's gut und ehrlich. Aber weder der Schorsch noch der Maushuber. So lautet ein Ultimatissimum. Grüß Gott. Mit Erlaubnis. So in. Mit Erlaubnis. Nein, danke. Mit Erlaubnis. Mit Erlaubnis. Was? Das ist doch das Wirtshaus vom Herrn Sauerfass. Ja. Und was steht zu Dienst? Mit Herrn Sauerfass möchte ich sprechen. Das bin ich. Ah, das ist aber schön. Grüß ihn recht herzlich von mir, hat mein Papa gesagt, und umarm ihn statt meiner. Herr, lassen Sie an! Der Papa hat gesagt... Kein Theater. Wer sind denn Sie eigentlich? Was? Das erraten Sie nicht gleich auf den ersten Blick. Wo ist denn Ihre liebe Tochter Sali? Wenn wir mal schauen, ob es die nicht erraten. Sali? Na, da ist sie also. Wollen Sie nicht gefällt? So schön, das ist wirklich zu viel. Na? Na? Liebe reizende Sali? Sagt Ihnen Ihr Herz und nichts? Klopft es nicht heftiger bei meinem Anblick?
kennt wirklich nicht so. Na, Frau Rechtswinkel, das hat sie jetzt für unsinnig gelobt. Kein Theater. Mit wem haben wir die Ehre? Na, so sagen Sie, wer Sie sind. Na, dass ich ihn nicht lang leiden lasse. Ich bin der junge Maus Huber. Na, Huber! Der Ignaz. Herrschi, ich habe an einem Maus Huber schon genug. Ich könnte auf Ehre keinen zweiten brauchen. Ja, bitte, wer ist hier ein zweiter? Ich bin der gänzlich Erstgeborene und durchaus einzige Maus Huber. Kann ich noch einen Schnapsel haben? Bitte, bitte kein Theater. Bitte kein Theater. Oh. Freundel, es ist jetzt nicht mehr nötig, dass du dich da für mich ausgibst. Was? Wer gibt sie aus? Nein, die Intrige ist jetzt ganz überflüssig. Ich danke dir. Bin dir sehr verbunden für deine Bereitwilligkeit. Danke dir. Ja, aber danke. Tausend Sapra Wein. Ja! Ruhig, lieber Arthur. Ruhig. Aber tausend Sapra Wein. Ruhig! Sehen Sie, Herr von Maushuber? So ist er mal. Ja, wenn er mal auf einen Charakter versessen ist, dann lasst er nicht mehr nach. Das will denn der Mensch von mir? Ja, hörst du denn nicht? Oh, es war ja abgemacht, dass du dich gegen mich fremdstellen sollst. Ne? Wenn man dir aber schon sagt, die Komödie ist aus, es ist nicht mehr nötig, so was strapazierst du dich denn dann hinaus so weiter? Ich hab noch meine Braut prüfen wollen. Braut? Ne? Prüfen. Ja, dieser Herr namens Arthur ist ein ausgezeichneter Schauspieler. Na, er hätte Mamsell ihr Herz ein bisschen auf die Probe stellen sollen, ne? Aber das war ja der Plan von gestern. Das war ja der Plan von gestern. Das war ja der Plan von gestern, so Gott, mir fällt nichts mehr. Das war der Plan von gestern. Heute ist mir natürlich die viel bessere Idee gekommen und ich habe mich bei Ihrer Tochter für einen besufischen Exzellenzherrn ausgegeben. Ne? Non posso resistere più, vedete, Barbara Ciara. Bitte, bitte, nein, nein, oh, Signorina Pomerancia, was soll ich mir werden? Ich kann mir mal auf, wenn ich so was von die Buschi. Er war sehr gut, von die Buschi. Sagen Sie sich jedes Wort? Gelogen! Du magst jetzt Kaffee, Arthur. Du nicht! Hier sind doch die Beweise deines Standes. Und der Mimer hat mir auch geredet, dass ich ihm seine Sachen mitbringen soll. Hier, bitte, ist das rote Trikot und da ist seine blonde Lockenperücke. So, bitte sehr. Die setzt er immer auf, wenn er besonders liebenswürdig sein will. Bitte. So wie ich diese rote bei meinen gelegentlichen dilettantischen Darbietungen, wenn ich einen Bösewicht spiele. In den Stopp mit allen Feinden Habsburgs. Und fertig ist das Ungeheuer. Na, jetzt habe ich aber genug. Also, ihr bringt so Komödianten ins Haus. Oh, nein, bitte, ich bin ja keiner. Das ist ja Dinkstein und du zwingst mich ja zum extremsten Beweis zu schreiten. Hast du mir nicht selber gesagt, du gehst ungern in das Wirtshaus, weil du dem Kellner von Innsbruck aus 34 Gulden und 18 Kreuzer schuldig bist? Was? Ja. Du? Was? Schorschi! Schorschi! Schau dir einmal den Menschen an. Ja! Richtig! Das ist er! So! Ja, du! Jetzt hat's voll! Fickenladen! Zappernet nochmal! Was ist denn hier für ein... Ja, Maschine! Ein Fenner ausschmieren! Soll ich dann sofort die Schild zurück... Hier herrscht ein allgemeiner Rausch! Fallen! Oder... Ich ergrimme so ein Liebe, Ruin auf Soda, Masken, Droga, Zeit, das Stella, Kuppen, Check, Brenner.
Weisen wir's geben, bringt man den Trainer nicht und schneißt ein Mensch den Zellen, ich trage unsere Brache. Nicht verstanden! So, 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 Sirius! Ich bin es tot! Schon wieder tot! Jetzt gibt's den nächsten! Ganz Franz Borsch hat gebrochen seine Knochen ihm im Leib. Komm, Schorsch, du bist gerochen. Wunderfroren ist mein Bein. Ah, da muss ich protestieren. Wieso? Ich, der Dicke war zerfrieren. Geölt und fahr zu einem Protest. Ich komme jetzt. Thank you.